Stars, die Hits, die Erinnerungen, die Hit-Giganten. Und hier ist Hugo Egon Balder. So, wunderschönen Abend. Schön, dass ihr alle da sind. Hier ist Berlin, Adlershof. Begrüßen Sie ganz herzlich. Guten Abend. Der Jagertee ist auch schon da. Ich bin beruhigt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier sind die Hit-Giganten. Unser heutiges Thema, die größten Après-Ski-Hits aller Zeiten. Was ist der Unterschied zum Ballermann? Kann ich Ihnen sagen, auf dem Ballermann trägt man keinen Skianzug, aber sonst ist es genau das Gleiche. Nach einem langen Tag lässt man sich gepflegt volllaufen. Die erfolgreichsten Après-Ski-Hits ermittelt nach einem Punktesystem, das sich an den deutschen Charts orientiert und das ich immer noch nicht verstanden habe, ist ja auch wurscht. Hier sind meine Après-Ski-Gäste für heute Abend. Janine Kunze, Elton und Thomas Anders. Moin, moin. Das ist ja mal eine nette Empfang. Guten Abend, bitteschön. Oh, ja. Thomas, hallo, herzlich willkommen. So. Nehmt Platz. Wahnsinn. Jagertee. So, immer schön hier in Berlin. Ja. Ich habe eine Flasche Jagertee bekommen. Ja. Punschextrakt. Hat den schon mal einer getrunken von euch? Literweise. Ehrlich? Literweise. Wie fühlt man sich denn nach literweisem Jagertee? Spitze. So wie jetzt. Der Tag danach ist schlimm. Kannst du da noch reden? Ich kann immer reden. Ja. Auch nach Jagertee? Sogar auf Alkohol. Ich trinke immer so viel, bis ich merke, ich fange an zu lallen. Und dann weiß ich, Mutti, jetzt ist der Moment, du musst jetzt gehen. Du merkst doch gar nicht, dass du lallen. Ich trinke den aber immer warm. Also nicht so wie jetzt Janine aus der Flasche wahrscheinlich. Der ist warm. Ach, der ist warm. Unser Thema heute, Après-Ski-Hits. Wer fährt Ski von euch? Also ja. Ich bin wohl schon gefahren und es hat auch total Spaß gemacht. Aber bei mir ist das Problem, die letzten Jahre darf ich nicht fahren, weil ich so viel arbeite. Und bei uns ist ja das Problem, das wisst ihr ja auch, wenn uns da was passiert. Und was ist dann? Dann sind wir regresspflichtig, wenn wir dann eine Serie, die wir schon unterschrieben haben, absagen müssen. Und das ja, Risiko gegen die einen. So gut bin ich nicht auf den Dingen. Ist doch manchmal für die Zuschauer auch ein Glück, wenn... Ja, wenn man uns nicht sieht, da hast du eigentlich... Also, gut, ich sehe schon, mit dem Skifahren komme ich bei euch nicht weiter. Nicht direkt. Aber mit dem Trinken. Aber mit dem Trinken sowieso, ja. Aber Après-Ski-Hits, Elton, was kann man sich darunter vorstellen? Was würdest du dir darunter vorstellen? Warst du schon mal denn beim Après-Ski? Hast du schon mal an so einem Teil teilgenommen? Ja, ja, habe ich schon. Und kannst du dich noch daran erinnern? Am Anfang schon, dann den Rest dann nicht mehr. Es muss halt ein einfacher Text sein, und also mit Grillnummern und was zum Schunkeln so ein bisschen. Also, zum Schunkeln? Zum Schunkeln. Ja. Also ich glaube, so Pink Floyd, Peter Gabriel ist auf einer Almhütte nicht so angesagt. Pink Floyd bei Après-Ski ist schwierig. Ja. Also The Wall zum Beispiel oder so ist schwierig. Enya auch. Enya ist ganz schwierig. Enigma auch. Modern Talking wiederum würde, wäre ja. Aber da sind fast die Texte zu kompliziert. Das ist richtig. Das glaube ich nicht. Doch. Sag mal nach Drei Jägermeister Brother Louis. Das geht gar nicht. Das geht doch Louis, das kann doch jeder. Dann seid ihr heute genau richtig. Und ich freue mich, dass ich direkt heute Platz 30 ein Live-Act ansagen kann. Das hatten wir sonst noch nicht. Ja, heute haben wir es. Dieser Titel jetzt kam in den Charts nie über Platz 40 hinaus, muss man dazu sagen. Aber auf der Hütte, wenn man auf der Hütte ist und Après-Ski feiert, dann ist er wirklich seit vielen, vielen Jahren der absolute Bringer. Hier ist Platz 30, meine Damen und Herren. Die pure Lust am Leben. Hier ist Geier Sturzflug. 5, 4, 3, 2, 1 kann mir keiner. Oh, 1 kann mir keiner. 1 kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben.
Schwefeldioxid. Von Nebel mir die Sinne, bis man nichts mehr sieht. Baut mir durch die Küche ne Magnetschwebebahn. Haut mich in die Pfanne, füttert mich mit Rinderwahn. Und wenn es wirklich nötig ist, dann will ich nicht so sein. Schickt mich nach Mallorca, auch ohne Rückfahrschein. Aber eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen. Sturzflug, die pure Lust am Leben. Danke. Platz 30. Ja. So, na, fängt ja gut an, ne? Ging ja schon mal gut los. Ja, schmeckt der Jager TL? Der schmeckt, aber ist schon breit. Ich wusste gar nicht, dass Carlo Trenhardt jetzt Musik macht. Ja. Das ist die Tante. Kleiner Witz jetzt. So, meine Damen und Herren, passen Sie auf. Ich sage Ihnen jetzt was zu Hause. Sie können etwas gewinnen, und zwar ein Auto. Ob Sie es mir glauben oder nicht. Sie können ein Auto gewinnen, wenn Sie eine Frage beantworten. Also, Frage lautet, hören Sie genau zu. Wie heißt ein Song von Mickey Krause? A, 10 nackte Friseusen oder B, 10 fettige Friteusen? Also, es ist schwer, ich weiß. Rufen Sie an, 01379. 44, 19, 19, wenn Sie es wissen. Wenn Sie es nicht wissen, ich sag's noch ein paar Mal im Laufe der Sendung. Ich gratuliere Ihnen dann irgendwann zu einem Auto. Wenn Sie Glück haben, ist schwer. Also rufen Sie an, wir machen eine kurze Werbung und sind dann gleich wieder bei Ihnen. Also bis gleich. Entdecken Sie echtes Roadster-Feeling. Gewinnen Sie jetzt mit etwas Glück diesen Opel GT mit 264 PS und erleben Sie eine Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 5,7 Sekunden. Ein sportliches Cabrio im Wert von 34.000 Euro. Beantworten Sie einfach unsere Frage. Wie heißt der Song von Mickey Krause? A. 10 nackte Friseusen oder B. 10 fettige Friteusen? Rufen Sie jetzt an. 01379 44 19 19. Viel Glück!
Da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Hier sind die Hit-Giganten. Wir beschäftigen uns heute mit den Après-Ski-Hits. Oder wie man sagen könnte, Saufen, Sonne, Stubaital. Sag mal, wer fährt lieber im Winter in die Sonne und wer fährt lieber in den Schnee von euch? Es gibt ja so, also ich gehöre zu den Menschen, ich fahre lieber in die Sonne. Ich friere immer im Winter. Ja, wenn ich Schnee sehe, friere ich schon. Ich glaube, ich bin auch nicht der Wintertyp. Ja? Also ich mag schon lieber Bikini und Meer. Ja, Bikini kann man ja auch im Winter mal tragen. Auch, ja. Kann man im Winter auch mal tragen. Also, ja, aber ich bin schon eher Sonne. Also wenn man sich mal schnell in so einen luftigen Fummel schmeißen kann, als dieses Eingepacke mit Schale und Handschuhen und noch eine Frotte-Unterwäsche, das geht mir auf die Nerven. Das nervt, ja. Das nervt. Aber oben, wenn man da so oben liegt und die Sonne, kann man ja auch braun werden, trotz Schnee, und da ist ja auch warm, da kann man sich ja auch entblößen. Auch. Nicht? Macht ja Elton auch immer mit seinem Alabasterkörper. Liegt er denn da oben? Nicht? Ja, und dann geht die Jahre los. Ja. Ja. Nee, ich finde, zum Winter gehört einfach Winterurlaub auch dazu. Also Berge, Schnee, also finde ich. So. Aber selbst wenn man sich zu Hause mit den Liedern, die wir heute haben, nicht beschäftigt, wenn man dann mal da ist, da oben, bleibt einem nichts anderes übrig. Da muss man sich schon bewegen. Was anderes hört man da oben nicht. Ne? Aber es passt aber auch. Natürlich passt es. Natürlich. Das werden wir jetzt gleich hören, meine Damen und Herren. Hier sind die Plätze 29 bis 26. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Marianne Rosenberg, Deutschlands schillernde Schlagersängerin der 70er Jahre. Ich habe dieses Lied im Alter von 7-8 Jahren, glaube ich, 85.000 Mal gehört und mir auch versucht, ein Kleid zu nähen, das auch so halb schwarz, halb rot ist. Question? Ist das wahre Liebe? So richtige Berühmtheit ist der Song erst gekommen, als er zum Kulthit, zur Hymne aller Schwulen im Lande wurde. Er gehört zu mir, das ist Marianne Rosenberg und man will es immer wieder hören und man, also ich finde es immer wieder super klasse. Ja, das ist Kölle. Nee, das ist nicht Kölle. STS steht für Steinbecker, Thiemischel und Schiffkowitz. Mit Fürstenfeld feiern die Steirer ihren größten Erfolg. Also das ist ein Song, zu dem man wunderbar mitgrölen kann, ohne genau zu wissen, was man grölt. Bei diesem Lied geht es um einen Straßenmusikanten aus der Steiermark, der in Wien versucht, Karriere zu machen, aber nicht zurechtkommt mit dem ganzen Umfeld, würde man heute sagen. Und schließlich und endlich dann heim will nach Fürstenfeld. Die Jungs, die sind auch also fast so kongenial wie McCartney Lennon. Natürlich in einer anderen Sparte. Dieses Lied, also Ich will wieder heim, ist einfach grandios. Michael Wendler, der selbsternannte König des Disco-Fox. Für seine Fans gibt er alles und sie danken es ihm mit großer Verehrung. Er denkt, er ist ein Frauenschwarm. Ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die ihn will. Aber vielleicht sind es auch nur die Freunde um mich herum, die ihn nicht wollen. Vielleicht ist er ja ein cooler Typ. Vielleicht finde ich ihn doch gut. Er sieht verdammt gut aus. Denn Michael Wendler möchte ja Deutschlands bekanntester Sänger werden. Also er ist wirklich auf einem sehr guten Weg dahin. Ganz, ganz viele kennen ihn schon und ganz viele Fans hat er, die ihn wirklich über alles lieben. Kein Mensch interessiert sich für mehr als nur lieb den DJ. Hey, der Wendler, hey! Sing mal wieder DJ. Ja. Er redet auch immer in der dritten Person von sich. Er sagt immer, ja, der Wendler. Da kann ich so zugedröhnt sein, ich würde das Lied trotzdem noch ablehnen. DJ. Reinhard Fendrich ist ein wahres Multitalent. Musiker, Schauspieler, Musicaldarsteller und TV-Moderator. Das Geheimnis seines Erfolges ist nicht nur sein Wiener Schmäh. Ich liebe Reinhard Fendrich, muss ich echt sagen. Ich finde den so lustig, weil der auch, also der macht zwar immer so einen auf Charmeur und Knickknack. Fendrich als Österreicher beäugelt so ein bisschen die Italiener, die kleinen Machos, kleinen behaarten Machos, die mit Frauen ja so umgehen können wie mit Pizzateig, nicht wahr? Aber letztendlich sind die Österreicher natürlich keine Italiener,
sondern vielleicht dann doch eher wie der große Bruder, der Deutsche. Die Frauen lieben Machos. Das ist einfach so. Das wird auch immer so bleiben. Nix für mich. Warm duschende Machos. Darauf stehe ich. Ich wollte keinen hundertprozentigen Macho zu Hause. Ich bin keiner. Ich war schon immer ein Softie. Ja, ja. Einer hat endlich was mit Schnee zu tun hat, das. Ja, ja, komm, da ist ja gut jetzt. Ist ja gut, ja. Marianne Rosenberg gehört auch dazu. Wow. Nicht? Ja. Ja, ja, wird sehr oft gespielt. Dann natürlich ganz wichtig bei Après-Ski-Veranstaltungen: Trinksprüche. 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 Wer kennt von euch Trinksprüche? Ich, aber die sind ganz schlimm, die kann man egal, nicht sagen. Egal, mach doch. Du, wir sind bei uns hier. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Bitte was? Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Aha. Da gibt's auch zur Titte zum Sack, zack, zack. Bitte? Ja, der ist von Tom Gerhardt, das muss ich jetzt mal erzählen. Ja, ich kenne auch. Wir zusammen sternförmig, wie gehen wir auseinander, Sternhagel voll. So, ich kenne noch einen ganz kurzen, Arsch bemoost, Prost, geht auch. Arsch. Ja, aber ich habe hier noch. Ich habe hier noch ein paar sehr schöne, pass auf. Gar rostig wird des Gleises Schiene, wenn kein Wagen drüber läuft. Frostig wird des Mannes Miene, wenn er ab und zu nicht säuft. Das sagst das du noch, bevor du dir einen reingibst? Ja, das wird das so lang? Hat man mir aufgeschrieben. Ich kenne das nicht. In der Zeit hast du schon viel Kurze weg. Ja, ich trinke ja nicht. Hier gibt es auch einen schönen. Und draußen in dem dunklen Forst erwacht die Gans im Adlerhorst. Sie sieht sich um und spricht betroffen: Mein lieber Schwan, war ich besoffen. Das ist die Karte von der falschen Sendung. Das sagt doch kein Mensch. Nee. Sehr schön. Einen habe ich noch für Sie, meine Damen und Herren zu Hause, wenn Sie den noch nicht kennen. Ein Hund und ein Schwein, die gingen eine Ehe ein. Und das Produkt aus dieser Runde sind wir versoffenen Schweinehunde. Ja, mal da. Kann man machen. Ja. Und dann gibt es natürlich bei diesem ganzen Trinkgelage, was man dann natürlich immer hat, ich weiß jetzt nicht, ob das auf dem Berg auch gemacht wird, vielleicht gibt es natürlich auch berühmte Trinkspiele, die man dann veranstaltet. Ich rede jetzt nicht vom Flaschendrehen, nicht, was du wieder denkst. Kennt ihr ein paar, Elton, weißt du, so Trinkspielchen, die dann... Ja, Drei-Königsspiel kenne ich. Wie geht das? Man hat ein normales Gardblatt, ja, und man bestellt vorher schon gewisse Kleingetränke, vom Tequila angefangen, kann aber auch Milch und sowas sein. Ja. Wer den ersten König zieht, sucht aus, was getrunken werden muss. Ja. Wer den zweiten König zieht, muss das trinken. Wer den dritten König zieht, muss dann das bezahlen. Oh. Das ist ein schönes Spiel. Ja. Meine Damen und Herren zu Hause, passen Sie genau auf. Auch hier im Studio gucken Sie genau hin, was jetzt passiert. Vielleicht kennst du ja ein oder andere. Ich tue dieses leere Glas ganz vorsichtig in dieses große Glas rein, sodass es nicht, sodass es schwimmt. Der muss schwimmen. Okay. So, jetzt fange ich mal an. Ich gieße jetzt ein bisschen Bier da rein. Jeder gießt Bier rein. Bei demjenigen, bei dem das Glas untergeht, der muss den ganzen Driss aussaufen. Sag mal, dann müssen mich aber zwei hier raustragen, das wenn macht ich jetzt nichts. Hier so ein Bier das da. Macht nichts, Janine, das bin ich ja bei prima, dir gewohnt. Ja. So. Also, pass auf, ich gieße jetzt mal hier so privaten Sauereien hier. Normalerweise verlierst du doch bei solchen Spielen. Es wird eine Sauerei. Komm, nimm, komm. Achtung, Vorsicht, super. Das ist schon. Das Glas ist ja jetzt schon fast weg. Das kommt bei mir ja gar nicht an. So, ja. Pass auf. Noch ist es oben, Janine. Janine, du machst bring's es. Mal her, noch ist es na, oben. Hoffentlich nicht. So, pass auf. Denk dann, du musst das austrinken. Nein, das kann ich nicht. Doch, das musst du aber, das flößen wir dir ein. Das vertrage ich nicht. Ist mir völlig egal. Oh. Nein! So, dann. Ach Mann. Und das ist innere so Glas. Das kann ruhig drin bleiben. Elton hat so Durst. Nein! Du gönnst mir auch gar nichts. So, also. Aber da, ne, dann, nein, dann machen wir es anders, ja? Ja, machen wir es anders. Elton ist schon total traurig, der sitzt ja sonst so unbeteiligt. Ich trinke die Hälfte und den Rest trinkt okay, Elton. Trink aber du die Hälfte? Das ist eine gute Idee. Pass auf das Glas auf. Das, willst du das? Na ja, die Hälfte. Ich hasse Bier wie die Pest. Ach. Ein alter Profi, meine Damen und Herren. Prost, Elton. Hau rein. Hau rein, hau rein, hau rein, hau rein, hau rein. Hey, hey. Du hast
Ich habe mein eigenes. Jetzt musst du aber auch einmal mit uns. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich Elton ein letztes Mal an. Haben wir jetzt Werbung? Nein. Elton, komm, da ist noch eins. Nee, danke. Elton, wir haben gesagt, austrinken. Da steht noch ein ganzes Glas von dir. Mutter, wo bin ich hier? Hol mich ab. So, wir gehen mal wieder nach Köln, meine Damen und Herren. In Köln schneit es ja nie. Und wenn es da schneit, dann nennt man das Regen in Köln. Deshalb gibt es ja in Köln auch fast keine Après-Ski-Partys. Partys gibt es noch, aber keine Après-Ski-Partys. Aber wer den Kölner kennt, der weiß, dass er an sich jeden Tag feiert. Und so schafft es auch eine Kölner Traditionsband auf die Skihütten in den Alpen. Hier ist unser Platz 25. Und jetzt bitte, meine Damen und Herren, alle die Hände zum Himmel. Hier sind die Kolibris. Zeit. Kolibris, moin moin. So, moin. Erstmal Tagchen allerseits. Hallo, schön, dass ihr da seid. Sag mal, ihr seid ja so eine Kölner Traditionsband. Hättet ihr euch das mal so träumen lassen, so auf den österreichischen, bayerischen Berghütten? Das ist was Feines. Das ist was Feines, ne? Ja, klar. Ja, aber war nicht geplant? Geplant war sicherlich nicht, aber gehofft, erhofft. Erhofft. Jut, was ist geplant als nächstes? Gibt was Neues? Ja, es gibt eine neue Nummer. Ja. Die heißt Bum Bum Dans. Wie heißt die? Bum Bum Dans. Bum Bum Dans, okay. Ja. Und die wird dann genauso? Die wird, glaube ich, ganz schön heftig. Bum Bum Dans. Was zum Mitmachen. Was zum Mitmachen. Denken Sie immer dran, dass Dans hinterher kommt. Also nur Bum Bum reicht nicht. Nee, nee. Bum Bum Dans. Gut, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart, die Kolibris, und ab nach Köln. Alles klar. Tschüss. So. Danke. So, meine Damen und Herren, hier sind die Plätze 24 bis 21. Gloria Gaynor ist die Disco-Queen der 70er und 80er Jahre.
Den Grammy erhält sie 1979 für ihren bisher größten Erfolg, I Will Survive. Das sage ich mir jeden Tag. Und das wird auch so sein. Und Dankeschön nochmal an dich, dass du diesen Song gesungen hast. Der animiert mich immer wieder in diesem Showbusiness zu überleben. Auch ich kann mich diesem Song nicht entziehen. Ich stelle mir vor, dass ich ihn bald covern werde. Dazu muss ich allerdings erst meine Beine rasieren. Ja, dieses Lied wurde zur Selbstbehauptungshymne vieler Schwuler, auch vieler Frauen. Man ist auch geneigt zu sagen, vieler schwuler Frauen, aber das ist eine Vereinfachung, die hier an dieser Stelle nicht zulässig ist. Jeder kennt das Lied auch aus dem Fußballstadion, der hintere Teil. Na, 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 na. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Sexy mit seinem rosa Hemdchen. Roberto Blanco, einer der letzten großen Dinosaurier des Showgeschäfts. Ein bisschen Spaß muss sein. Er ist ja ursprünglich Kubaner. Roberto Blanco, der Name hat ja schon einen deutlich hispanoiden Einschlag. Fast hätte er sich aber auch den Künstlernamen Bobby White verpasst. Das ist ja auch geil. Der junge Roberto wird auf einem Flug nach Deutschland von Regisseur Alfred Weidenmann entdeckt. 1963 wechselt er ins Showgeschäft und feiert seine ersten Erfolge als Schlagersänger. Gib Roberto Blanco Mikrofon, leg das Lied auf, ein bisschen Spaß muss sein und alle haben Spaß. Auch Franz Josef Strauß ist von Roberto Blanco so begeistert, dass er ihm die Ehrenmitgliedschaft der CSU anbietet, worauf Roberto antwortet: Wir Schwarzen müssen doch zusammenhalten. So soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan. Right Said Fred reisen 1987 nach New York, um ihre Karriere zu starten. Doch anstatt einen Plattenvertrag ergattern die beiden nur einen Job im Fitnessstudio. In New York sind natürlich auch ganz viele Models dann im Fitnessstudio und die haben sie natürlich mit dem knochigen Arsch nicht angeguckt. Und das hat die beiden natürlich sehr geärgert. Und dieser Song I'm Too Sexy ist quasi die Rache an allen magersüchtigen Models. Ich finde die richtig cool. Habe immer gedacht, die werden schwul, die sind gar nicht schwul. Sie sind schwul, oder? Sind die schwul? Die sind richtig schwul, gell? Das sind warme Brüder. Aber ich feiere die. Ich feiere die warmen Brüder, feiere ich richtig. Madonna hat mal gesagt, meiner Ansicht nach, dass sie den Richard, den einen von den beiden, gerne mal knacken würde. Die beiden von Right Said Fred haben im letzten Jahr, ich glaube, das war letztes Jahr, ja, so eine coole Werbung gehabt. Das war genial. Mit Microcraft wirst du ein Star, weil weiß noch nie so sexy war. Too sexy for this song. Ötzi ist der König der Après-Ski-Partys. Ich glaube, keiner hat so viele Songs bei den Après-Ski-Partys wie Ötzi. Nach Anton aus Tirol setzt Stimmungskanone DJ Ötzi mit dem Wiesn-Hit Hey Baby seine Erfolgsgeschichte eindrucksvoll fort. 2001 erklimmt der Tiroler sogar die Spitze der englischen Singlecharts. Der Typ ist einfach wirklich ein sonniger Mensch, hat auch einige Tiefschläge erlitten. Ich bin in der Scheiße gewesen und ich möchte nie meine Scheiße zurück. Und deswegen breit's mir eigentlich immer weiter, um nicht mehr da zu sein. Und was ich nie vergessen habe, als ich damals meinen schweren Unfall hatte, war er bei mir im Krankenhaus und hat mich besucht auf dem Weg zum Gig. Ötzi, love and peace und Respekt. Das ist für alle da. Das ist Stimmung, genau. So, das machen wir immer, damit Schluss ist. Ja, aber geht doch gut ab. Du hast eben was sehr richtig gesagt, als diese ganze Musik lief. Du hast gesagt,
An sich ist so der ganze Text drumherum völlig egal. Man wartet immer auf den Refrain, auf die Zeile, und die singt man mit. Und entweder muss die blödsinnig sein oder positiv besetzt. Oder positiv blödsinnig. Ja, also, ja auch. Ich meine mit blödsinnig, also sie muss so quer sein, so gar keinen Sinn machen, ja, dass man die auch wirklich besoffen irgendwie leicht behalten kann. Das ist richtig. Und positives Lebensgefühl. Ja, da werden wir heute noch einiges hören. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen noch mal das Auto ans Herz legen. Folgende Frage. Ja, hörst du noch mal. Folgende Frage. Wie heißt ein Song von Mickey Krause? A. 10 nackte Friseusen. B. 10 fettige Friteusen. Ja, rufen Sie an. 01379 44 19 19. Ich drücke Ihnen Daumen. Wir machen jetzt die kleine Aufwärmpause für Eltens Jagertee. Und dann sind wir wieder bei Ihnen mit den größten Après-Skis. Also bis gleich. Entdecken Sie echtes Roadster-Feeling. Gewinnen Sie jetzt mit etwas Glück diesen Opel GT mit 264 PS und erleben Sie eine Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 5,7 Sekunden. Ein sportliches Cabrio im Wert von 34.000 Euro. Beantworten Sie einfach unsere Frage. Wie heißt der Song von Mickey Krause? A. 10 nackte Friseusen oder B. 10 fettige Friteusen. Rufen Sie jetzt an. 01379 44 19 19. Viel Glück. Servus! So, da sind wir wieder. Zurück bei den Hitgiganten Après-Ski. Eine schöne Gelegenheit, unsere reizenden Damen vorzustellen, meine Damen und Herren. Das Deutsche Showballett Berlin. Melanie, Katharina, Lea und Alisa. Ah, ja. Ja. So. Ich freue mich. Ihr werdet euch wundern, dass es auch in dieser Sendung einen ernsten Moment gibt. Nein. Ja. Was machen wir denn dann hier? Ihr hört mir einfach zu. Ja? Okay. Ich freue mich. Ich lege darauf Wert, dass auch in dieser Sendung der intellektuelle Aspekt nicht zu kurz kommt, meine Damen und Herren. Die Musik unseres nächsten Künstlers ist so vielfältig wie ein weißer Lichtstrahl, der von einem Prisma zu allen Farben des Regenbogens gebrochen wird. Moment! Moment! Ich bin noch nicht fertig. Also, bitte Ruhe. Meine Damen und Herren, in seiner Musik versöhnen sich Körper und Seele. Sie heilt, sie tröstet. Und sie ist in all ihren Facetten für den menschlichen Geist ungreifbar. Hier ist unser Platz 20. 10 nackte Friseusen. Yeah. Mickey Krause. Oh,
Ich will nicht unnötig ein riesen Fass aufmachen, ja? Aber Folgendes. Ich hab sie alle gehabt, ich hab sie alle gesehen. Doch es gibt nur ein paar, die mich wirklich verstehen. Ich hab sie niemals gezählt, doch ich weiß, was mir fehlt. Ja, ich weiß, was mir fehlt. Ja, ich weiß, was mir fehlt. Ich will sehen, nackte Friseuse. Sehen, nackte Friseuse. Oh, oh. Sehen, nackte Friseuse. Und jetzt alle! 10! Oh, oh! 10! Mit! Dankeschön, Berlin! Ja. Mensch! Hallo! Moin, moin! So, herrlich, Micky. Mein Jott. Das gibt's doch gar nicht, oder? Was? Boah. Micky Krause, die größten Après-Skis nach 20. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Danke, Berlin. Eine Bitte hätte ich noch. Bitte gerne. Hast du Alkohol da? Ich möchte mir heute die Kunze schön saufen. Ja, da ist nicht genug. Riesenapplaus für Janine Kunze! Ja, was sie sagen! Geh weg! Janine, also. In deiner Haut möchte ich wohl nicht stecken. Ja. So, ist ja eine Abendsendung. Micky. Ja. Wie geht's dir? Ich geh kurz Mir geht's raus. Bestens. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ja. Und da bin ich ja ganz vorne dabei. Ja. Du bist ja viel unterwegs. Ja. Wie sieht denn so ein normaler Micky Krause-Tag aus? Erzähl mal. Also bei mir ist es so, jetzt mittlerweile Après-Ski. Montags Sölden, Dienstags Zell am See, Mittwochs Ischgl, Donnerstags Hintertux, Freitags dann nach Deutschland, Samstags Sternhagel voll, irgendwo eine Kneipe in Köln. Ja, kann man machen, ne? Ja. Ja. Schöne Woche. Sag mal, jetzt mal ernsthaft, wenn du jetzt bei diesen ganzen Veranstaltungen auftrittst, dann geht's ja richtig heiß her. Säufst du da manchmal mit oder bist du immer nüchtern? Ja, viele Leute fragen ja, wie entstehen so Titel wie zum Beispiel 10 nackte Friseusen, Finger im Po, Mexiko. Frag ich mich auch. Alkohol spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle. Ist doch wahr jetzt. Ja. Ist ja. Doch wahr. Bin ich beruhigt. Ja, ja, früher in den Beatles-Zeiten, da gab es da so LSD und so Halluzinationsgeschichte und so. Aber bei den Titeln reicht einfach nur, wenn man blau ist. Bei uns reicht Eierlikör. Ist wahr. Ja, Eierlikör. Jagertee, allerdings dann warm und alles ist gut. Ja. Wie machst du das? Wie kommt so ein Text wie Finger im Po, Mexiko zustande? Das wollen wir nicht wirklich doch, wissen. Das will ich. Nein, ich nicht. Doch, mich interessiert das jetzt. Janine, du weißt doch, die habe ich so zum Beispiel so einen Titel wie Geh doch zu Hause, du alte Scheiße, ja, zu verdanken. Genau. Ja? Nein, ich muss mal was klarstellen. Ja. Ich versuche ja mit meiner Musik, mit meinen Texten, das Publikum an die intellektuelle Leistungsgrenze heranzuführen. Und scheißegal von welcher Seite, es funktioniert. Ne? Aber ist jetzt stell dich nicht so an, du. Letztens war es auch noch besoffen mit mir in der Schinkenstraße. Ja, so, Janine, pass auf, komm her. Janine. Das habe ich meinen Kindern und meinem Mann bis heute zu Hause noch nicht erklären können. Nein, jetzt, ich habe keine Kinder. Nee, ich. Janine, du kannst dich beruhigen, ich habe was für dich. Es gibt einen Skilehrerkalender. Ich lächze schon, ich habe das Cover schon gesehen. Ich bin total... Kannst du einmal die Kamera lächeln, wenn ich auch sehen, wie es aussieht. So. Also, meine Damen und Herren, es gibt einen Skilehrerkalender, gucken Sie mal. Der gibt den mal direkt der Mutter rüber. Ja, den gucken wir uns nicht an. Wir gucken ich uns den mit den Skilehrerinnen an, meine Damen und Herren. Ja, Moment, es ist ja, sind ja beides die gleichen. Auf der einen Seite ist der Lehrer drauf und dann ist die Sonne. Pass auf, hier ist wieder ein Lehrer drauf und auf der Rückseite von dem Lehrer ist dann die Lehrerin. Also man kann das immer, nicht? So wieder Lehrer, ja, und Lehrerin. Aber lecker, muss man ja sagen. Die wollten mich ja für den Kalender haben, ja? Aber waren nicht bereit, das Format zu ändern. Und dann habe ich gesagt, lassen wir es. Ach, die wollten das verkleinern? Ja. Ja, ist klar. Möchtest du mal den, guck mal hier, wie gefällt er dir? Wenn du den als Skilehrer hättest, was würdest du machen? Ja, definitiv keinen Ski mehr fahren. Aber gib mir mal das Ding. Also, ich guck mir lieber die Frauen an.
Was? So. Warum ja, das jetzt denn? Denk mal drüber nach, Elton. So. Oh, aber ich möchte, kann ich kurz für die Mädchen mal. Ich meine, das ist schon lecker, oder? Komm, Mädels. Also jetzt bitte. Die trauen sich alle nicht, weil die Papi sagt. Moment. Komm, warte mal. Janine, halt den mal neben Eltons Gesicht, bitte. Halt den mal neben Eltons Gesicht. Oh, Leute, halt, Moment. Guck mal hier. Jetzt guck mal Elton und den. Ist ja ganz klar, wen man nehmen würde, natürlich Elton. Dem ist das Arschgeweih nach vorne gerutscht. Es ist Wahnsinn. Elton, ich mag dich lieb. Lieber. Womit es so wieder einmal bewiesen wäre, meine Damen und Herren, Elton ist im falschen Körper. Aber ich. Es macht nichts. Wir kommen zur Musik. Hier sind die Plätze 19 bis 17. Das ist ein richtig geiles Lied. Was wohl daran liegt, dass man auf Play the Life so richtig abtanzen kann. Der Song wird auf der Love Parade für das tanzwütige Volk entdeckt. Das war ein Kracher, ja? Weil ich meine, ohne Text, ohne Sprache und trotzdem so viel Power, so viel Emotion, so viel Action vermittelt, dass es gekracht hat. Und ordentlich krachen lassen kann man es auch außerhalb der deutschen Landesgrenzen. Das ist immer noch ein riesengroßer Après-Ski-Hit. Also der läuft wirklich in Kitzbühel, in St. Moritz und auch im Ski-Auertal. Ich glaube, das gibt's gar nicht, aber es läuft überall. Das Safri-Duo hatte zu Beginn seines Musikdaseins mit Tanzmusik eigentlich gar nichts am Hut. Das traut man ihnen gar nicht zu. Die haben ja im Königlich Dänischen Konservatorium Musik studiert und dort auch ihr Diplom in Empfang nehmen dürfen. Ich mache das immer wieder lauter, wenn ich es höre. Da sind wir dabei. Das ist prima. Die kölsche Band Höhner, bekannt durch unzählige Live-Auftritte zum Karneval, haben nicht nur im Rheinland viele Fans. Auch auf den Skihütten und zum Oktoberfest wird Viva Colonia kräftig mitgetrillert. Ich glaube, die Höhner heißt übersetzt auf Hochdeutsch die Hühner. Und da gehen die Hühner auch wirklich ab wie ein Zäpfchen, wenn die Höhner auf der Bühne stehen. Sexuell! Gesungen von Asterix. Also ich dachte, wenn man in Deutschland Asterix und Obelix verfilmen sollte, sollte man einmal den für mich komplett talentfreien Ottfried Fischer als Obelix nehmen und dann den Sänger von der Höhner als Asterix. Ich liebe die, ich liebe die. Es gibt keine Party ohne die Höhner. Das ist geil. Ja, das ist einfach nur, das macht einfach nur gute Laune. Der Kultsong Skifahren von Wolfgang Ambros ist beim breiten Publikum des Après-Ski sehr beliebt. In Österreich gilt das Lied als Wintersporthymne. Also wahrscheinlich der genialste Song über Skifahren schlechthin, der das Gefühl und diese Schönheit des Skifahrens total ausdrückt. Allerdings sieht man im Video, das ist noch kein Carving-Ski, also kein Zelita-Ski. Gerade geschnitten, enge Skiführung, würde man heute anders fahren. Also ich kenne den Künstler Ambros auch eher als seriösen Liedermacher und sozusagen als Chansonnier schon fast. Und da fand ich ihn sehr beeindruckend. Mit Skifahren hat er mit Sicherheit aber das meiste Geld verdient. Skifahren. So. Also die beiden Titel, die wir eben gehört haben, Ab auf die Piste und Skifahren sind an sich die einzigen Après-Ski-Titel, die wirklich was mit Skifahren zu tun haben. Der Rest überhaupt nichts. Kommt ne? auch nichts mehr. Kommt, oh, aber ich glaube nicht. Ich kenne noch dieses von der Rentner, war das Rentnerband? Von der Rentner. Skifahren, Bein kaputt. Auch im weichen Pulverschnee tut das Stürzen manchmal weh. Ach, nee. Schön. Oh. Ach, schön. Das ist aber lieb. Oh, das hat aber fein gemacht. Kommt das nicht mehr? Sehr schön. Das sind sie in Hamburg. Ja. 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 Micky, fährst du Ski? Ich fahr Ski, ich fange allerdings direkt morgens schon um 9 Uhr mit Après-Ski an. Okay. Ja. Wir haben eben gehört, Viva Colonia. In Düsseldorf heißt die Version übrigens Viva Germania.
Das spricht man ja Köln ja nicht aus in Düsseldorf. Nicht, falls Sie es noch nicht wissen, meine Damen und Herren, Düsseldorf und Köln sind tierisch befreundet. Und da gehe ich richtig die Post ab. So, jetzt haben wir wieder einen tollen Künstler. Und wenn Micky Krause hier schon mal sitzt, dann soll er nicht nur dummes Zeug reden, sondern auch mal was ansagen. Kein Problem, ja? Natürlich. Kannst du es ablesen? Ja, sicher doch. Ich war ja in der Sonderschule. Und warst das du doch jetzt? Ja, ich hatte das Zeug dazu. Wie war es denn? Großartig. Ja, Klasse 7 direkt abgegangen mit 17. Schön. Ja. Alles gut. Jetzt klatsch doch mal, Mensch. Nee, ist klar. Schöne, schöne Geschichte. So, Micky Krause, pass mal auf, da ist die Kamera, da, wo das rote Licht ist, ne? Da, wo das Huhn oben sitzt. Richtig. Meine Damen und Herren, das war auch heute Abend zugleich die letzte Sendung von Hugo Egon Balder. Nächste Woche sehen Sie Micky Krause bei Hitgiganten, natürlich mit Janine Kunze. Und jetzt geht's weiter. Unser nächster Show-Act singt eine Coverversion eines Songs, den jeder kennt. Bloß, welcher ist es? Die Auflösung kommt nachher. Vielleicht kommt ja jemand hier von euch im Studio drauf. Verraten wird nichts. Ich könnte vielleicht ein bisschen was vorwegnehmen. Das Rote Pferd nahm seinen Anfang am Goldstrand in Bulgarien und ist mittlerweile durch ganz Europa geritten, bis auf die höchsten Skihütten der Alpen. Hier ist unser Platz 16, das Rote Pferd und Markus Becker. Bravo. Hier ist Markus Becker und die Mallorca Cowboys und das Rote Pferd. Das rote Pferd, Markus Becker. Elton hat immer noch nicht gemerkt, dass Schluss ist. Jetzt hat er es gemerkt. Vielen Dank, Markus Becker. Dankeschön. Ach nee. Wenn das Georges Moustaki wüsste.
Wenn der das wüsste, der hat den Titel geschrieben 1959. Ja. Edith Piaf hat ihn gesungen, Milord. Das war toll. Ja? Ja. Jetzt heißt es das rote Pferd. Auch nicht schlecht. Markus aber Becker ganz singt was anderes. Und Elton trommelt. Und die Erben ja. freuen sich. Ja, genau. Und die Erben freuen sich. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich einigermaßen erholt haben von dem künstlerischen Inhalt. Elton, du möchtest etwas sagen, das ist selten. Nee, ich glaube, ich kenne selten bei Elton. Ich glaube, ich kenne jetzt die Antwort zu der Frage. Welche Frage denn? Die du immer stellst vor der Werbung. Was für eine Frage stelle ich denn? Wie heißt das Lied von Mickey Krause? Stelle ich das? Ja. Ja. Nee, vorher sage ich noch, gewinnen Sie ein Auto. Ach so. Ja. Ja. Und jetzt frage ich, wie heißt ein Lied von Mickey Krause? Ja. Ja. A, 10 nackte Friseusen oder B, 10 fettige Friteusen? Jetzt weißt du die Antwort. Ich kenne jetzt die Antwort, ja. Wie heißt das Lied denn? Sag ich doch nicht, wäre ja blöd. Das sollen die Zuschauer schon selber mal rausfinden. Das finde ich auch, meine Damen und Herren. Rufen Sie an, 0379 44 19 19. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Entdecken Sie echtes Roadster-Feeling. Gewinnen Sie jetzt mit etwas Glück diesen Opel GT mit 264 PS und erleben Sie eine Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 5,7 Sekunden. Ein sportliches Cabrio im Wert von 34.000 Euro. Beantworten Sie einfach unsere Frage. Wie heißt der Song von Mickey Krause? A. 10 nackte Friseusen oder B. 10 fettige Friteusen. Rufen Sie jetzt an. 01379 44 19 19. Viel Glück. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Die 30 besten Après-Ski jetzt heute Abend. Was ist mit euch los? Wir haben gedacht, wir tanzen noch ein bisschen weiter. Ihr tanzt noch ein bisschen weiter. Was ist das denn? Das kenne ich anders. Ja, das mache ich später. Also ich erkläre es euch später, wollte ich. Das macht Giannino später, wenn es dunkel ist. Aber was machen wir hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade dabei, mein Image zu wechseln. Jetzt sitze ich hier. Das kannst du heute mal vergessen. Vergessen. Wen willst du wechseln? Dein Image? Was ist das denn eigentlich? Ich wusste gar nicht, dass dein Image mit vorne war. Das hat mir einer aufgeschrieben und hat gesagt, immer wenn du gefragt wirst, sag das. Nur den Satz. So, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit Thomas, sage. Ein ernstes Gespräch mit dir. Mit mir? Mit dir ein ernstes Gespräch. Du hast mal Skiunterricht genommen. Ja, tschüss, wir gehen. Ja. Ja? Ja. Ja, das kann man so nicht nennen. Na, erzähl mal, wie war das denn? Komm, Schatz, komm zu mir. Na, ich hab, Entschuldigung, ich, Ja, Elton, interessiert das ja eh nicht. Macht ja nichts, erzähl's trotzdem. Na, ich habe wirklich einmal, ich hatte einen Lehrer gehabt. Und du hast einen Skilehrer gehabt? Einen Skilehrer gehabt und es ging einfach nicht. Ich kann mit ihm oder bei dir? Nein, es ging beim Skifahren, ging es nicht. Okay. Lag das an den Skiern? Das lag an mir. Okay. Vielleicht hättest du die Haare noch länger lassen sollen. Damals. So, und dann, Moment. Was hat das mit den Haaren zu tun? So, also wie war das? Du hast Unterricht gehabt, einen Tag. Nein, ich wollte einen Tag. Ich wollte Ski lernen und es hat einfach, ich dachte, ich kann es nicht. Also Gut. Ich habe wunderbar die Klamotten gekauft und einen Skilehrer und habe auch versucht, einen Idiotenhügel darunter zu fahren. Okay. Das hat auch geklappt und dann wurde ich größenwahnsinnig und sagte, ich möchte jetzt nach oben. Ja. Sagte, der geht nicht, dauert eine Woche. Sagte, ich möchte jetzt nach oben. Es dauert eine Woche, bis man oben ist? Nein, dann also bis man von oben runterfahren kann. Okay. Ja? Naja, und dann war ich oben und sagte, hier fahre ich nie im Leben runter und dann war mir klar, ich bin nicht zum Skifahren geboren, habe tatsächlich meine ganzen Klamotten im Hotel stehen lassen. Ja. Ich habe sie nicht mehr mit nach Hause genommen und da habe ich mich für Après-Ski entschieden. Okay, das heißt, sie stehen heute noch da? Ja, die wahrscheinlich sind sie in welchem auch. Hotel war das? Das ist jetzt 25 Jahre her. Ach so, dann sind sie nicht mehr. Nein. Und wenn, nein. Sind sie verfault inzwischen? Ja. Ja, so ein Ski verfault ja, nicht? Ab und zu. Ski auch? Ja, klar, Ski auch. Wenn man den zu lange liegen lässt und in der Sonne, dann geht der ein. Ach so. Wie ein Hund. Das ist ja gut zu wissen. Ja. Jetzt gibt es ja auch diese Skipisten, zum Beispiel in der Nähe von Düsseldorf in Neuss, gibt es ja diese künstlichen Skigeschichten. War da schon mal einer drauf von euch? Elton. Macht man sowas überhaupt, Elton? Nein. Nein, nicht? Ich glaube nur, wenn kann du ja richtig, kein Skifahren. Ich wollte gerade sagen, wenn du so richtig verrückt bist aufs Skifahren, ich glaube, dann stellst du dich da auch im Sommer mal hin. Aber ich meine, wenn du im Winter aber schon das nicht ist fährst, doch nur so kurz. Ja, und da gibt es auch kein Après-Ski, oder? Gibt es kein Après-Ski. Ich war zum Rodeln mal da mit den Kindern, das macht auch Spaß. Aber ich stehe da nicht auf Skiern. Das wäre, da hat mir Spaß. Aber rodeln kannst du. Wie lange? Bitte? Rodeln kannst du. Das ist ja, man setzt mich irgendwo drauf und schiebt mich runter. Das kriege ich schon wohl. Man setzt sich irgendwo drauf und schiebt mich runter. Das kann ich. Meine Damen und Herren, wenn Sie Probleme zu Hause haben, nehmen Sie Frau Kunze, setzen Sie irgendwo drauf, schieben Sie runter. Klappt alles. So. Jens Elder nur vom Skifahren. Dann kommt der da auf. Was Sie heute alles lernen. So, meine Damen und Herren, hier sind die Plätze 15 bis 12. Tausendmal berührt.
Klaus Lage ist der deutsche Joe Cocker aus der Lüneburger Heide. Wenn man Klaus Lage als den deutschen Joe Cocker bezeichnet, dann entzieht es sich aber meiner Kenntnis, ob der auch so viel gekokst und gesoffen hat. Das weiß ich nicht. Der gelernte Kaufmann legte 1984 mit 1001 Nacht den Grundstein für seinen Erfolg. Also, 1000-mal berührt, 1000-mal nichts passiert und einmal hat Zoom gemacht. Was soll uns diese Botschaft sagen? Also, ich würde mal behaupten, da ist Sex im Spiel. Man gibt 3-4 Jagertee aus, verspricht natürlich alles, was das später nicht hält und dann haut schon hin. Also Klaus Lage, das ist einfach die Versinnbildlichung des Ruhrgebiets für mich. Dieser Typ, der ist einfach authentisch, eine lebende Legende, eine Ikone der deutschen Rockmusik. Das ist scheiße. Ja, das ist ein Song von Knickerbocker und Biene. Falsch gesagt. Knickerbocker und Biene. Knickerbocker. Knickerbocker. Knickerbocker und Biene. Genau. Wie heißen die? Ja, Knickerbocker und Biene. Sag ich dich. Ich will nur zurück zu dir. Na, na, na. Na, na, na. Ja, das kenne ich. Das fand ich ganz toll früher. Die Österreicher Knickerbocker und Biene platzieren Hallo Klaus zur NDW-Zeit unter den Top 10. Heutzutage darf der Song auf keiner Après-Ski-Party fehlen. Es wird nichts mehr darauf. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Ja, Rolle Petri ist auf jeden Fall einer der erfolgreichsten deutschen Musiker überhaupt. Und er hat sich nie so viel darum geschert, was geschrieben und gesagt wird. Er war eigentlich immer für seine Fans da und hat auch für die Fans und mit den Fans zusammen gelebt. Der Schlagerbarde aus Köln ist eine Kultfigur, aber nicht immer steht er auf der Sonnenseite des Erfolgs. 1991 will Wolfgang Petri schon aufhören. Und plötzlich kommt er aus der Versenkung und liefert einen Kult nach dem anderen ab. Denn die 90er stehen im Zeichen der Wolle-Petri-Ära. Seine Tonträger verkaufen sich über 10 Millionen Mal. Ich glaube ganz einfach, da haben ihn so diese Frauen entdeckt in dem heiratsfähigen Alter zwischen 30 und 40, 45. Und die haben ihn zu ihrem Idol gemacht. 2006 der Schock für die Fans. Wolle gibt seinen Abschied. Mit Sohn Achim steht aber bereits sein Nachfolger fest. Ich hatte mal hier und da ein paar Auftritte mit ihm zusammen. Es sind einfach nette, nette Leute. Denen gönnt man das auch wirklich, wenn sie Erfolg haben. Ich bin so schön, ich bin so toll. Der Après-Ski-Kracher Anton aus Tirol hat es in sich. 14 Bands beißen sich an dem Song die Zähne aus, ehe der energiegeladene DJ Ötzi mit seiner Version den ganz großen Durchbruch schafft. Naja, Fakt ist ja, dass Gary gar nicht in diese Schlager oder ich sag mal in diese Après-Ski-Hits-Richtung wollte. Sein größtes Vorbild ist ja nach wie vor Elvis. Ja? Da wollte er immer rein. Es ist also eher Rock'n'Roll. Also er hat da schon einen guten Zwischenweg gefunden zwischen ich mach Schlager und ich bleib trotzdem ein Typ, der Eier hat. Man wird dann infantil, auf ein gewissen Alter wartet drauf. Ich habe mir auch schon ein kleines rotes Feuerwehrauto gewünscht zu Weihnachten. Ich habe irgendwo mal gehört, dass das Lied zuerst Hansi Hinterseher angeboten worden ist. Aber es hätte nicht gepasst. Da muss so ein kerniger Ötzi her. Jetzt hat's Elton erwischt, jetzt wird der Jagertee warm gemacht. Recht hast du, Elton, recht ja. Hast du. Das ist doch aber auch kein, das ist doch keine typischen Après-Ski-Getränke. Naja, wir wollen hier noch ein bisschen sitzen. Ich meine, ich möchte ja nicht, dass ihr jetzt gleich breit seid. Da kommt noch was? Also, da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges. Wolfgang Petri an sich der Abräumer. Also ich war einmal auf so einer Hütte oben und da lief also praktisch nur Wolfgang Petri, fast nur. Das war die Hütte von Wolfgang. Das war die Hütte von Wolfgang Petri. Der macht ja nun nicht mehr seit einer Weile, aber alle, die ihn kennen, ich kenne ihn auch lange, muss dann wirklich sagen, das ist wirklich ein ganz, ganz sympathischer und ganz reizender Mensch, der das wirklich auch alles so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Ich bin mir sicher. Und diese Armbänder auch nicht nur getragen hat, weil es Mode war, sondern weil er es wirklich wollte. Jetzt macht es der Sohn weiter.
Wer macht denn mal bei dir weiter, Thomas, wenn du mal aufhörst? Hat er auch einen Sohn? Ja, ja, tritt er in deine Fußstapfen. Willst du das? Nee, oder? Eigentlich will ich das nicht. Willst du eigentlich nicht? Was soll der denn mal werden? Arzt? Banker wäre jetzt blöd, wenn ich das sagen würde. Was denn? Wenn ich sagen würde, Banker, das wäre... Banker, ja, ja. Skilehrer vielleicht. Also der soll irgendwas machen, was ihm Spaß macht. Ich weiß nicht, ob ich ihm das wünschen würde. Das ist irgendwie... Die ist schon... Musikgeschäft ist schon hart. Ist schon hart. Und wenn er an der Reihe ist, dann verkaufen die gar nichts mehr. Dann wird nur noch runtergeladen. Eben. Ja? Ich meine, das, nicht nur das Musikgeschäft ist hart, auch das Fernsehgeschäft. Elton kann davon ein Lied singen. Er ist ja auch schon eine ganze Weile in diesem Metier drin und hat sich trotzdem nicht verändert. Ist genauso geblieben, wie ich ihn kennenlerne. Vor langer, langer Zeit. Ja. Jetzt gibt es ja auch Snowboardfahren. Fährt dann wenigstens einer Snowboard von euch? Ist ja noch gefährlicher als Skifahren. Ja, macht ja nichts. Fährt keiner Snowboard? Nein. Nein, nein. Du guckst mich immer so an. Nee, ich dachte, ich habe das alles können. Ich dachte, ja, so ein blonder Hase über die Piste. Blonder Hase auf der Sportliche Piste. Leute und ich wäre so. Bestimmt auch dann in dem Katalog drin gewesen. Ne? Du meinst in dem Kalender? Ja. Natürlich. In welchem Katalog? In welchem Katalog? Die hätte ich gerne. Also ich würde ja schon mal nicht Skifahren. Ich würde ja schon mal nicht Skifahren, weil ich ja immer Angst vor Lawinen habe. Das ist ja wirklich gefährlich teilweise. Die Jungs und Mädels fahren ja immer da, wo es verboten ist. Und wenn man dann verschüttet wird, was ist denn der Unterschied, wenn ein Skifahrer verschüttet wird oder und wenn ein Snowboarder verschüttet wird? Kennt ihr den Unterschied? Na? Beim Skifahrer kommt der Lawinenhund und beim Snowboarder kommt der Drogenhund. Und es wieder, nein, war jetzt Quatsch, war jetzt Blödsinn, lassen Sie es. Nein, ist albern, hör mal auf jetzt. Nein, will ich nicht, keine Witze über sowas. Wir gehen noch mal zurück nach Köln, meine Damen und Herren. Der größte Hit unserer nächsten Gruppe war eigentlich nur als Geburtstagsständchen mal gedacht, zum 10-jährigen Bestehen. Aber dann ist es eine Riesennummer geworden und seitdem ist dieses Lied da und geht auch nicht mehr weg. Für alle Nicht-Kölner darf ich das mal kurz übersetzen, was es heißt. Es heißt super geile Zeit. Platz 11, super geile Zick, hier sind Brinks. Man muss die Tüder, ist noch lang nicht Schluss. Und noch ein Flasche, ich will noch nicht nach Haus. Ich kenne ein paar Schuss, die haben bestimmt wie mir. Bock auf eine Party, sagt der Täter hier. Komm, mach keine Ärger, mach uns keinen Stress. Muss ich noch ganz lesen, mach keine Driss. Ein bisschen jetzt rauchen, jetzt auf und dann. Lure immer mit den Schuss, jetzt tanzen. Wir sitzen noch zusammen, wenn wir schon verzählen. Es ist fast wie Feuer und ich muss laut. Da fängt an zu schneien, am Mähnen im Aujus. Es ist mir das egal, wenn ich schick und fall. Ob ich warte oder nur noch lall. Just the love of Go!
Super geile Zick. Bravo, bravo, bravo. Moin. Guten Abend. Hi. Hallo. Servus. Peter, moin. Alles gut? Alles gut. Da, euer Mikrofon, wenn ihr neben mir, sonst hören wir dich hier nicht. So. Genau. Also, schön, dass ihr hier seid. Toll, es ist unfassbar. Und vor allen Dingen bei dem Lied ist es schön, man denkt immer jetzt zum Schluss und dann nochmal. Genau. Und nochmal. Und nochmal. Sag mal, spielt ihr eigentlich auch so auf Hüttenfesten oder seid ihr nur auf Köln und Umgebung abonniert? Wir waren, glaube ich, zweimal beim Moserwirt. Also den Ausflug haben wir uns dann gegönnt. Beim Moserwirt? Genau, das okay. ist irgendwo in den Bergen. Und ja. haben wir zweimal gespielt. Und das hat anscheinend gereicht. Wir sind sonst sehr heimatverbunden. Wir fahren nicht gern von zu Hause weg. Wir sind das viel zu weit von zu Hause weg. Der Kölner an sich bleibt im Rheinland. Genau. So, haben die euch verstanden? Ich glaube, aber Eros Ramazzotti, die verstehen die auch nicht. Da hast du recht, da hast du recht. Ist auch ein schönes Lied. Was gibt's für euch Neues? Irgendwas Neues geplant? Neue Tour? Neue CD? Gibt's irgendwas, wo man euch sehen kann, auch außerhalb Kölns? Also wir laufen im Moment den ganzen Tag um Kölner Dom rum, weil der Karneval fängt bald an. Und wir müssen gucken, ob wir fit werden. Und das ist so ein Neues. Wir werden jetzt ein Album veröffentlichen. Ja. Und dann ist dann wieder so eine Nummer dabei, die dann auf allen Hütten in Österreich und Bayern läuft, oder? Ja, dein Wort in Gottes Ohr, ne? Wir werden sehen. Brings. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Macht's gut. Weiter so, ja? Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ach ja. Ja. Das ist so schön. Die Janine hat alles mitgesungen. Die kommt ja auch aus Köln. Also ich verstehe da nicht so viel, obwohl ich in Köln wohne, aber du hast ja alles, jedes Wort verstanden. Ja, weil ich das Lied toll finde und auswendig kann, aber richtig Kölsch kann ich auch nicht. Aber super geile Ziege, ich habe, als ich vor 19 Jahren nach Köln kam, ich habe dann irgendwann immer gedacht, es heißt super geile Ziege. Da dachte ich immer, was meinen die damit? So, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, über Skifahren, dass es doch ein gefährlicher Sport ist. Wir haben mal so wunderschöne, kleine, interessante Skiunfälle zusammengestellt, meine Damen und Herren. Die können Sie sich mal angucken. Hier sind sie. Na. Tja, Janine, da kannst du mal sehen, was wir alles verpasst haben. Aber nein, ich bin ja ein paar Mal gefahren und mich hat es auch echt ein paar Mal richtig zerrissen. Und wenn ich das sehe, das ist echt gefährlich. Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn man richtig hinsammelt und der Ski löst sich nicht. Ich habe mir auch mal ordentlich das Bein verdreht. Das tut schon weh. Das tut weh. Ja, das richtig. Kann man sich alles ersparen, wenn man ohne Ski hier Ski fährt. Ja. Aber du musst sagen, das kann man lernen. Das kann man ist alles, wahr? Ja, das kann man lernen. Den Schmerz zu besiegen. Den Schmerz zu besiegen. Schmerz zu besiegen. außerdem haben die in den Alpenländern wahnsinnig tolle Krankenhäuser und Ärzte. Ja, sehr gute. Ich hörte davon. Nee, außerdem auch unglaublich viele Hubschrauber, die ständig im Einsatz sind. Natürlich. Die sind alle parat, natürlich. Wenn da die Saison losgeht. Also wer es nicht unbedingt will, sollte es lassen, meine Damen und Herren. Sie haben es eben gesehen. Was Sie nicht lassen sollten, ist einfach diese CD zu kaufen. Ich zeige sie Ihnen mal. Da sind die ganzen Musiken drauf, die wir heute hier gehört haben. Und wenn Sie die so schön finden, dass Sie sagen, die muss ich haben, dann gehen Sie einfach in den Laden und holen sich diese CD. Hitgiganten, Après-Ski-Hits, die 40 größten Party-Hits mit DJ Ötzi und Nick P. Auf die Piste mit Opus und Michael Wendler. Volle Hüttenparty mit Donikels Fliegerlied. Wolfgang Petri, Anton featuring DJ Ötzi. Wolfgang Ambros, Matthias Reim und Brings. Alle Après-Ski-Hits auf zwei CDs. Hitgigant und Après-Ski-Hits. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich habe hier einen wunderschönen Text, den hat mir unser Autor, der Christoph, aufgeschrieben. Da steht drauf, die Epizentren der Stimmungsmusik.
Die auf den Skihütten Gnade findet, sind bekannt. Das ist ein schöner Satz. Ne? Ja. Man könnte auch sagen, man kennt diese ganzen Orte, wo das stattfindet. Ja, aber er hat das schön formuliert. St. Anton, Sölden, Mallorca, Girl, nicht wahr? Es gibt aber einen Ort, der heißt Johann-Georgenstadt. Der liegt im sächsischen Erzgebirge. Und da hätte niemand geglaubt, dass da irgendwann mal so ein Kracher kommt. Es hätte auch in Sachsen keiner gedacht. Aber unser Platz 10 kommt tatsächlich aus dem Erzgebirge. Und hier sind sie mit dem Titel Lebt denn der alte Holzmichel noch? Hier sind die Randfichten. In Michel geht's nicht gut, in Michel geht's nicht gut, in Michel geht's nicht gut. Seine Nuss, die ist ganz gut. Das Hacken fällt ihm schwer, das Hacken fällt ihm schwer. Das Hacken fällt ihm schwer und der Husten plagt ihn sehr. Weil's Michel doch so schlecht grad geht, singen alle jetzt ganz leise dieses Lied. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch? Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch? Ja! Der ist krank, der Michel, der ist krank. Uns wird Arsch, Angst und Bang. Was sollen wir denn nur tun? Was sollen wir denn nur tun? Was sollen wir denn nur tun? Ja, er muss sich jetzt ausruhen. Weil's Michel doch so schlecht grad geht, summen wir alle gemeinsam unser Lied. So muss das sein. Ach, als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, die singen über mich.
Hat euch festgestellt, ich heiße ja gar nicht Michel. An sich ist das ja, muss ich ehrlich sagen, das ist ja eine grandiose Idee, weil diese Frage stellt man ja laufend im Leben. Wenn man irgendwo hinkommt und sagt, aber lebt der eigentlich noch? Wer ist auf die Idee gekommen von euch? Oh, das ist wieder eine lange Geschichte. Mach's kurz. Michel, erzähl du es. Ach, er heißt Michel. Das ist der Michel. Ja, ich heiße Michel. Und lebst du noch? Ja, ich lebe noch, ja. Ich hoffe noch ein bisschen länger. Ja, und das ging also mit dem Holzmittel, ging schon 83 während meiner Studienzeit los. Ist wahr. Ja, da habe ich das Ding ganz alleine gemacht und dann sind die zwei Gurken hier dazu gekommen. Ja, und dann haben wir das zusammen gemacht. Ja. Und dann war's nicht. Seitdem lebt er halt. Ja, seitdem lebt er. Gut, kann man machen. Was war denn, ihr seid ja jetzt, seitdem dieser Titel so ein Erfolg wurde, seid ihr ja überall aufgetreten. Was war bis jetzt euer spektakulärster Auftritt? Gab es da einen, wo er gerne dran zurückdenkt, wo er sagt, sowas haben wir noch nie erlebt? Ich glaube, Hitgiganten ist es. Ist wahr? Ja. Doch, hier jetzt. Ja. Oh, ja. Mit dem Publikum. Publikum ist geil, ne? Ja. Abschließende Frage von mir. Ich war noch nie im Erzgebirge, muss ich dazu sagen. Wo kann man denn im Erzgebirge so richtig abfeiern? Abfeiern? Auf alle Fälle Oberwiesenthal. Ja. Das kenne ich. Ne? Genau. Fichtelberg, hoch und runter. Und da laufen wir ab und zu der Randfichten und das Da gibt es noch Abrischi? Alles. Und da ist richtig schwer was los. Da geht's rund. Muss man sich nicht verstecken hinter Österreich? Nicht unbedingt. Gut, meine Damen und Herren, wenn Sie eine bessere vorhaben, jetzt hier, Weihnachten, ja, und Silvester. Vor allen Dingen. Also, ist ja noch eine Weile hin, aber macht ja nichts. Sie können auch jetzt hinfahren, aber da sind ja die Feste vorbei. Aber trotzdem, Januar und Februar geht auch. Vor allen Dingen, die Preise sind vielleicht besser. Die Preise sind besser, da hat er recht. Also, Erzgebirge. Randfichten, vielen Dank, danke schön. Bleibt hier, warte noch einen kleinen Moment. So, ich muss Ihnen noch was sagen. Ich muss noch eine Frage stellen, ja, aber nicht vorsagen, auch wenn ihr es wisst. Sie können ein Auto gewinnen, wissen Sie ja schon. Wie heißt ein Song von Micky Krause? A, 10 nackte Friseusen oder B, 10 fettige Fritteusen? Rufen Sie an, 01379 44 19 19. Gewinnen Sie ein Auto, ich bedanke mich nochmal bei euch. Wir machen ein bisschen Werbung und sind dann gleich wieder da. Entdecken Sie echtes Roadster-Feeling. Gewinnen Sie jetzt mit etwas Glück diesen Opel GT mit 264 PS und erleben Sie eine Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 5,7 Sekunden. Ein sportliches Cabrio im Wert von 34.000 Euro. Beantworten Sie einfach unsere Frage. Wie heißt der Song von Micky Krause? A. 10 nackte Friseusen oder B. 10 fettige Fritteusen? Rufen Sie jetzt an. 01379 44 19 19. Viel Glück! Wieder, meine Damen und Herren. Die Top 10 haben wir bereits erreicht. Heute bei uns hier bei Hitgiganten Après-Ski-Hits. Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass bei solchen Après-Ski-Feten ja auch immer ziemlich viel Anmache stattfindet. Nicht? Ich kenne sowas nicht. Ich weiß gar nicht, wie sowas funktioniert. Kennt ihr Anmachsprüche, Elton? Wie läuft es denn bei dir so ab? Ich hab einen guten. Ja, sag mal. Sag mal, Hase. Habe ich Zucker in den Augen oder warum siehst du so süß aus? Oh. Wow. Der Sport, Elton. Ja. Oder? Ich hab mein Teddy verloren. Schläfst du mit mir? Kann man machen. Aber Elton, das läuft auch, wenn du unterwegs bist, ne? Janine, was war denn der Dümmste, den du dir mal anhören musstest? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da sind manchmal so Dumme dabei, die merkt man sich nicht, die verdrängt man dann auch. Also das tut auch weh. Ja. Manchmal wäre man einfach froh, so ein Mann sieht einfach nur gut aus und steht da und man kann sich irgendwas denken. Aber man soll dann meistens auch nicht reden. Also hast du sie alle vergessen? Nicht alle, es gab auch ein paar nette dabei. Ja, fällt dir noch eine ein? Nein, ich bin jetzt verheiratet und ich habe das alles in so eine Schublade getan. Ich darf auch nicht mehr drüber reden. Thomas, weißt du noch einen? Nein. Ich hab ein paar sehr schöne noch. Zum Beispiel, tun dir nicht langsam die Füße weh? Du gehst mir schon seit Tagen durch den Kopf. Ja. Auch sehr schön. Aber der allerschönste Anspruch, den ich finde, oder sagst du ihn jetzt? Weiß ich nicht. Warum sagst du mal erst? Nee, sag du mal erst. Glaubst du an die auf die Liebe auf den ersten glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick oder soll ich noch mal vorbeigehen? Finde ich auch nicht so. Ja. Aber ich habe den allerbesten. Der ist aber süß. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Nein, da ist noch ein sehr schöner, der ist ganz leicht. Die, wollen wir zusammen Mathe üben? Wir können dich und mich addieren und unsere Kleidung subtrahieren. Das kennen wir alle. Aber der schönste ist, merk dir schon mal meinen Namen. Du wirst ihn die ganze Nacht schreien. Kann man machen, meine Damen und Herren. Haben wir wieder was gelernt? Hier sind die Plätze 9 bis 6. Robbie Williams ist für viele der größte Entertainer und Musiker des neuen Jahrtausends. Meiner Meinung nach der einzige singende Künstler, der irgendwie vom Coolness-Faktor in Richtung in eine andere Galaxie, nämlich in die Galaxie von Elvis Presley, der da irgendwie an der Tür kratzen kann. Robbie Williams, Let Me Entertain You, ist natürlich, der ist unserer Zeit der größte Entertainer. Vom Gesicht und Anziehsachen ist er eine Mischung aus Kiss und Freddie Mercury. Wenn ich Robbie für meine Geburtstagsparty haben möchte, kriege ich den für den Schnäppchenpreis von 1,26 Millionen Euro. Hab ich gelesen. Tönt mich absolut nicht an. Sorry. Das war ein Riesenhit. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Opus schaffen mit Life is Life etwas, wovon sie nie zu träumen wagten. Einen internationalen Nummer 1-Hit. Bis heute ist die Single etwa 15 Millionen Mal verkauft worden. Dieses Lied besticht durch Einfachheit. Also die haben auch wirklich eine tolle Aussage in ihrem Lied. Man soll jede Sekunde genießen. Haben die bestimmt auch gemacht. Selbst die Söhne fahren jetzt noch Ferraris. Den Hit kann man natürlich noch nach 3-4 Tequilas, 5 Bier und einem Fass Wein auch noch mitsingen. Immer wenn ich dieses Lied irgendwo höre, ich muss aufstehen und mittanzen. Ist so schrecklich. Es ist einfach Kult. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Marmorstein und Eisen bricht, aber hoffentlich unsere Skier nicht. Hätte eigentlich viel besser gepasst. Aber so ist es nun mal. Alles dreht sich um die Liebe. Dieser Song macht den erst 20-jährigen Drafi Deutscher über Nacht zum Superstar. Also für mich nicht nur ein Après-Ski-Song, sondern irgendwie auch ein schöner Liebessong eigentlich. Eine schöne Liebeserklärung. Und der wird auch in 30, 40, 100, 200 Jahren noch auf so Après-Ski-Partys gespielt. Aber auch eben im Wohnzimmer und bei uns zu Hause. Ein Jahr nach diesem großen Hit, 67, hat er sich irgendwie dazu hinreißen lassen, von seinem Balkon zu urinieren. Ein paar Kinder oder so haben ihn halt mal beobachtet, natürlich angezeigt. Und von da an war Drafi Deutscher erstmal weg vom Fenster, weg vom Balkon. Unter einem Pseudonym setzt Drafi Deutscher seine erfolgreiche Musikkarriere bis zu seinem Tod fort. Meine Kollegen und Konkurrenten vom Vorentscheid vom Eurovision Song Contest. Ich muss wirklich sagen, wir hatten eine traumhafte Zeit. Texas Lightning sorgen für internationales Aufsehen, als sie Deutschland beim Eurovision Song Contest 2006 in Athen vertreten. Für den Grand Prix fand ich das mal einen richtig tollen Teilnehmer. Ja. Obwohl das ja nichts mehr nützt, seitdem sich die Ostblockstaaten zusammengetan haben. Da muss man sich nicht schämen. Es war ein richtig schöner, toller Auftritt. Egal, was der Olli Dittrich anfasst, das funktioniert. Und dann Ditsche, das ist doch eine geniale Figur, der Mann im Bademantel. Ich weiß, dass sich da für ihn ein Lebenstraum erfüllt hat. Den Bademantel, der steht ihm ja sehr, sehr gut. Und ich freue mich immer, wenn meine Freunde ihre Träume verwirklichen. Toll, Olli. Interessante Mischung, wie ich finde. Interessante Mischung. Für Après-Ski-Hits, Robbie Williams, Opus, Drafi Deutscher und Texas Lightning.
Sehr interessante Mischung. Du kanntest Ravi Deutscher auch noch? Ja. Das war ein irrer Typ. Der hatte nicht nur ein Pseudonym, der hatte, glaube ich, 100. Jack Goldberg, Kurt Gebegern. Und, immer wenn Ravi irgendwann mal pleite war, hat er sich wieder hingesetzt und einen Hit geschrieben. Das war unfassbar, ne? Also Gebegern war Programm bei ihm. Ja. Aber er war ein hervorragender Musiker. Absolut. Also bei Robbie Williams haben wir uns lange überlegt, ob er überhaupt in die Liste reingehört. Aber ich finde ja. Also mit dem Titel sowieso. Und im Prinzip ist Robbys Karriere wie ein Tag auf dem Gletscher. Erst geht's lange bergab und wenn du dann endlich unten bist, dann dröhnst du dir so die Birne zu, dass du es nicht mehr mitkriegst. Aber wir werden von ihm auch wieder etwas hören, glaube ich schon. Irgendwann. Wenn die Außerirdischen gelandet sind. Arbeitet er an seiner Platte? Glaube, ja. Na gut, also irgendwann ist er wieder Dachte er immer, der singt Let Me Elton Tane You. Ich hab das nicht verstanden. Das war jetzt ein Brüller, hast du gemerkt? Ja. Schwer was los Aber hier. Den können wir ja rausschneiden, wir haben ja Zeit. Nein, den schneiden wir nicht raus. Es gibt nicht viele Lieder, zu denen es auch einen Tanz gibt. Fallen euch da Lieder ein? Da gab es den Ententanz. Den Ententanz, ja. Was gab's noch? Schuld war nur der Bossa Nova. Ja, nee, das war... Was gibt's denn für Tanz? Zelle Night Fever, ja. Dann gab's diese Macarena, gab's. Dann gab's diesen berühmten Ketchup-Song. Ketchup-Song, genau. Nicht wahr? Kennst du den noch, Elton? Ja, kenn ich. Ja, kannst du ihn mal vortanzen? Nein. Das dachte ich mir. Das kann er nur, wenn er noch zwei Flaschen Jäger trinkt. Ja, mal ganz im Ernst, wo sind denn die ganzen kurzen? Ich dachte, bei so Après-Ski-Dinger, da gibt es immer so kurze. Wir haben mit Wodka Feige hier gerechnet, Elton, ja? Elton, pass mal auf, das ist eine andere Sendung. Der Klügere kippt nach, kommt irgendwo anders. Das machen wir jetzt hier nicht. Hier machen wir Hitgiganten und hier machen wir Musik. Ja. So, jetzt kommen wir zu Platz 5, meine Damen und Herren. Und zu diesem Lied gibt es einen Tanz, und zwar den sogenannten Lasso-Tanz. Und den, wenn Sie ihn noch nicht können, den können Sie jetzt mal angucken. Und dann sehen Sie, wie er funktioniert. Platz 5, Cowboy und Indianer. Hier ist Olaf Henning.
Christoph Henning, Cowboy und Demjana. So, Platz 5 bei uns heute Abend. Oh mein Gott. Ah. Komm, hol das Lasso raus. Also, ja, Herr Balder, Herr Balder. Jetzt Herr geht's Balder. Rund. Elton hat mitgetanzt, haben Sie es gleich gesehen? Bitte? Elton hat mitgetanzt. Ja. Er hat sich aber wahnsinnig bewegt. Ja. Es war verrückt, sage ich mal. Entschuldigung, ich habe keine Hüfte. Aber er steht. Wie, du hast keine Hüfte? Bei mir geht's vom Bauch direkt in den Oberschenkel rein. Ja, kann man machen. Sehr schön, das ganze Studio hat gebebt. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen noch einmal ein Auto ans Herz legen und stelle Ihnen noch einmal die Frage, wie heißt ein Song von Mickey Krause? A. 10 nackte Friseusen oder B, ich muss das ablesen, 10 fettige Fritteusen. Ich vergesse es immer. Wusstest du, dass Elton die Antwort weiß? Ich weiß, dass Elton die Antwort weiß, aber er sagt sie nicht, weil es ein kluges Kerlchen ist, obwohl er langsam hackebreit wird. Ist egal. Rufen Sie an 01379 44 1919, gewinnen Sie ein Auto. Wir kommen jetzt gleich zum Endspurt und dann erleben Sie die ersten 4 Plätze und vor allem Platz 1. Also bis gleich. Entdecken Sie echtes Roadster-Feeling. Gewinnen Sie jetzt mit etwas Glück diesen Opel GT mit 264 PS und erleben Sie eine Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 5,7 Sekunden. Ein sportliches Cabrio im Wert von 34.000 Euro. Beantworten Sie einfach unsere Frage. Wie heißt der Song von Mickey Krause? A. 10 nackte Friseusen oder B. 10 fettige Fritteusen? Rufen Sie jetzt an 01379 44 19 19. Viel Glück! Da sind wir zurück, meine Damen und Herren. Der Endspurt hat begonnen. Wir haben noch 4 Titel vor uns und alle sind gespannt, wer ist dann auf Platz 1 bei uns. Es gehört natürlich auch zum Winter dazu, das Skispringen und Skifliegen. Ich weiß nicht, gibt es da eigentlich auch ein Après-Ski nach dem Skiflug? Machen die sowas auch? Wisst ihr das? Bestimmt. Wart ihr schon mal bei so einem Skiflug-Ding dabei, bei so einem Skispringen? Nee, aber mit dem Wok fliegen wir manchmal so eine Scheiße. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Aber da es gibt aber auch Après-Ski. Da gibt es also Après-Wok, heißt das denn bei uns. Komisch, die berühmtesten Skispringer kommen ja alle aus Finnland. Oder viele zumindest. Da gibt es 2 ganz bekannte Skispringer, die ich kenne. Ficki Hyen und Hunde Anleinen. Die sind beide sehr, sehr interessant. Und könnt ihr euch noch erinnern, Eddie the Eagle? Kennt ihr Eddie the Eagle noch? Wann war das? Weißt du es noch? Ach, war das Sarajevo oder so? Nee, das war in Calgary. 88. Ah. War der schlechteste Skispringer aller Zeiten. Er ist 73,5 Meter geflogen, aber hat den britischen Rekord gebrochen. Hat er gemacht. Ja, mit 73. Hast du schon mal einen Rekord gebrochen? Was soll ich auf diese Frage antworten? Nein, ich habe noch keinen Rekord gebrochen. Hätte ja sein können. Eddie the Eagle hat auch ein Lied aufgenommen, ist aber kein Appreciate geworden. Hat aber 400.000 Pfund damit verdient, mit dem Titel. 400.000 Pfund mit dem Lied, mit Eddie the Lied. Eagle. Und was war das für ein Titel? Ich weiß nicht mehr. Das war, aber 400.000 Pfund ist ja viel. Ist nicht schlecht. I believe I can fly war das. Und, komm, der war nicht schlecht. Aber was mich jetzt. Also, wenn hier Hunde anleihen kommen, dann kann ich auch mal so einen hier natürlich raushauen. Klar kannst du das. So. Du hast noch ein paar Minuten Zeit, Elton, den Jagertee auszutrinken. Du hast ihn ja angewärmt. Ja, ich bin Bier gespannt, alle. Ob er am Schluss weg ist. Bier hat er auch nichts mehr, aber du verträgst eine ganze Menge, muss ich sagen. Das ist nicht schlecht. Nicht? Wir bemühen uns immer, den Leuten kein Vorbild zu sein, aber du schaffst das immer wieder. So, meine Damen und Herren, jetzt machen wir einen Endspurt. Jetzt kommen die Plätze 4 bis 2. Hier sind sie. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. For 24 years I've been living next door to Alice. Smokey, einer meiner Lieblingsgruppen, muss ich ganz ehrlich sagen. Chris Norman, also auch ja, wirklich gottbegnadete Stimme. Die britische Popgruppe zählt neben Bonnie M. und ABBA zu den populärsten und erfolgreichsten Bands der 70er. Und dann kommt Alice. Who the fuck is Alice? Ja klar, der Song war natürlich damals so geil von Smokey, dass man ja nur damit rechnen konnte, eigentlich damit rechnen musste, dass irgendwann so ein Megaproduzenten-Duo, Gompi hießen die, glaube ich, dass dieses nochmal covern und nochmal richtig Schmackes reinbringen. Haben sie gut hinbekommen. Das niederländische Musikprojekt schnappt die Cover-Idee in einem Café auf. An der Stelle, an der der Name Alice vorkommt, dreht der örtliche DJ den Ton ab.
Worauf die Gäste? Schreien. Du hast in der Skihütte schön rausgebrüllt. Who the fuck is Alice? Das kann schon. Das, ja, da kann schon. Da kann die Hütte schon brennen. Komm, schenk uns ein. Udo Jürgens, einer der ganz großen deutschsprachigen Unterhaltungsstars von Weltformat. Und er hat die Angewohnheit, bei den letzten Songs einen Bademantel anzuziehen und damit auf der Bühne weiterzuspielen. Ich finde, das ist so eine schöne Hommage an unsere Gastarbeiter. Die einfach in ihre, naja, Taverne, Eck. Taverne oder was gehen und dann irgendwie mit ihrem Wein einfach davon träumen, dass sie wieder zu Hause sind und mit viel Geld und dann mit einer Eigentumswohnung oder mit einem großen Bungalow zurückkommen. Das ist genau das Problem. Man kennt nur immer den Refrain und wenn er dann den Text singt, unterhält man sich oder bestellt den nächsten Wein. Und deswegen denkt man, das ist einfach ein Sauflied. Suzuki, diese Flagge ist halt wunderbar. Mit Verdammt, ich lieb dich veröffentlicht Matthias Reim eine der erfolgreichsten deutschen Singles aller Zeiten. Kein Song steht seit 1971 ohne Unterbrechung länger auf Platz 1. Als bei Verdammt, ich lieb dich auf einmal eine Background-Sängerin gefehlt hat, ist ganz holterdiepolter die Visagistin eingesprungen, die Margot. Und die wurde dann auch seine zweite Ehefrau. Also der ist ja wirklich, ob blond, ob braun, der Reim nimmt alle Frauen. Also Matthias Reim war ja mit der Michelle zusammen. Und die haben auch ein gemeinsames Kind. Und dann haben sie sich irgendwann mal getrennt und jetzt hassen sie sich. Habe ich sehr gemacht und dann habe ich auch die Eier in der Hose, das vor meinen Freunden, die dir darüber die Nase rümpfen, dafür aufzustehen und zu sagen, ey, jetzt macht euch mal frei, der Song ist einfach klasse. Matthias Reim, ja. Wir haben es ja eben gesehen, es gibt ja einige Lieder, die wurden dann gecovert und wurden dann versehen mit sehr interessanten Zusatzgesängen. Alice zum Beispiel ist ein Thema. Und meine Damen und Herren, sind alle gut drauf, wir machen es jetzt einfach mal zusammen. Nicht? Wir gucken mal, ob das funktioniert. Wir spielen das mal ein und dann schauen wir mal. Achtung, hier kommt die Musik. Es klappt immer. Es klappt immer. Da kann man machen, was man will. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Im Original ist es von Bruce Chanel, Hey Baby. Ne? DJ Ötzi hat es gesungen und da kommt ja auch was vor. Was kommt da drin vor? Weiß das hey einer? Hey Baby? Ötzi, was kommt da vor bei Hey Baby? Ihr wisst es nicht. Ja. Ihr wisst es mit Sicherheit. Also, wir spielen es mal an. Hier kommt's. Achtung. Ist er? UA. UA. So, eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Der arme Roland Kaiser. Ich glaube, wenn der das Lied jetzt singt, dann kann es ihm passieren, dass die Zuschauer das brüllen, was sie jetzt hier gleich hören werden. Joanna, an sich ein schönes Lied. Was? Aber klingt in einer anderen Version etwas anders. Achtung, nämlich so. Joanna, du geile Sau. Geboren, um Liebe zu geben. Verbotene Träume erleben. Ohne Fragen an den Morgen danach. Aha, aha, oh, Joanna, du geile Sau. Dein Lächeln ist fordernd und flehend. Mit mir all die Wege zu gehen. Ja, so kann es einem gehen. Ja, mein lieber Mann. Das ist echt.
Ja. Haben die das wirklich gemacht? Und bei geile Sau dich oder wie? Bei geile Sau dich, Elton. Nee, so kann es einem gehen. Aber das ist natürlich an der Berghütte beim Après-Ski. Geht's da los? Was ist denn zwischen euch wieder los? Was denn? Was habe ich denn jetzt verpasst? Na, bei Lüge haben sie Janine eingewendet, bei geile Sau den Elton. Ach so. Ja. Und der Drecksau, uns beide, oder? Nein, Gott sei Dank. Nein, wir haben ja Niveau. Gott, wir haben Niveau. So, meine Damen und Herren, jetzt. Jetzt kommt's. Jetzt ist er da. So. Moment. Silenzium. Tun Sie einfach so, als ob Sie ihn noch nicht gesehen haben. Die Zuschauer zu Hause wissen gar nicht, was hier los ist. Also, unsere Nummer 1 hat einen 50 Jahre alten Rekord gebrochen. Kein Song war länger in den Top 10 der deutschen Charts vertreten. 41 Wochen, er hat Freddie Quinn mit der Gitarre und das Meer abgelöst. Und bei uns darf er natürlich nicht fehlen. Hier ist er mit einem Medley und natürlich mit dem Stern, der seinen Namen trägt. Hier ist unsere Nummer 1, hier ist DJ Ötzi. Und zwar.
und wollen den. Dankeschön! Wie sehr hat sie? Moin, moin. Super cool. Geil, ne? Sehr cool. Sehr cool. So, unsere Nummer 1 heute Abend. Mann, Mann, Mann. Ja. Sage mal, du bist ja auf Nummer 1 abregiert, abonniert. Wie macht man sowas? Kommt noch, kommt noch. Gemacht. Ich genieße das sehr. Das ist total super, dass wir heute ja da sein dürfen. Also wie macht man das? Ich weiß das nicht. Ich habe in dem Sinn in diesen 10 Jahren immer nur mein Bestes gegeben. Und das hat dreimal super funktioniert, viermal. Also ich bin einfach super froh. Danke. Danke, dass ich da überhaupt dabei sein darf. Dankeschön. Ganz bescheiden, der Mann. Also, bei uns Nummer 1, bei den Après-Ski-Hits natürlich auch hier vertreten auf unserer CD, meine Damen und Herren. Und wir wollen natürlich DJ Ötzi nicht gehen lassen ohne seinen aktuellen Titel, den er uns jetzt singt. Ich darf mich schon mal von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich darf mich bedanken bei all meinen Gästen heute Abend. Und jetzt hören wir seinen aktuellen Titel. Hier ist DJ Ötzi. Noch in 100.000 Jahren. Ciao. Ciao. Alles geht mal vorbei. Auf der Schlimm-